Herzlich willkommen zur Einheit Urheberrecht, Datenschutz und Persönlichkeitsrecht. Wir haben einen Experten dazu eingeladen, Rechtsanwalt Magister Michael Lanzinger. Er arbeitet in einer Rechtsanwaltskanzlei in Wels, ist selbstständiger Rechtsanwalt mit den Schwerpunkten IT-Recht und E-Learning. Er ist weiters externer Lektor an der Kunstuniversität in Graz, am WiFi Wels und am WiFi in Linz. Ja. Magister Lanzinger, Digitalisierung ist ja eigentlich nicht mehr wegzudenken und ist im Bildungsbereich schon längstens angekommen, aber viele Lehrende haben da große Ängste bzw. Berührungsängste, was sie da falsch machen können, wissen vielleicht auch überhaupt gar nicht, was sie überhaupt in diesem Bereich machen können. Warum ist es denn für Lehrende so wichtig, sich in diesen Bereichen auszukennen? Was sagt denn das österreichische Urheberrecht dazu? Grundsätzlich muss man vorausschicken, dass die Technologie, die Technik, die Digitalisierung sehr weit fortgeschritten ist und man heutzutage einfach schon sehr viel kann. Das bedeutet, Daten, Materialien, Videos, Bilder, Dokumente sind sehr leicht zugänglich und können auch sehr leicht geteilt und geshared werden, sei es jetzt in einem Cloud-Server wie einer Dropbox beispielsweise oder über ein soziales Netzwerk. Das Problem an dieser Sache ist das, dass alles, was die Technik erlaubt, nicht unter das ist, was das Recht erlaubt, also das Urheberrecht, das zwar 2015 bei uns novelliert wurde, aber trotzdem zumindest meines Erachtens noch nicht ganz auf dem Stand der Technik ist. Also die Technik überholt regelmäßig das Recht und gerade dort, wo es sehr techniklastig eigentlich ist, also das ist gerade im Bereich des Urheberrechts auch der Fall, dort haben wir das Problem, dass das Recht nicht ganz das abbildet oder auch nicht ganz das abbilden kann, was notwendig wäre. Und das bringt uns als Lernende, als Lehrende, als Privatpersonen in rechtliche Grauzonen. Das nächste Problem ist das, dass die technische Entwicklung und generell also diese Welle mit Social Media, wie auch der Anglizismus schon sagt, ja aus Amerika kommt, aus dem angloamerikanischen Rechtskreis, der eine ganz andere Urheberrechtsauffassung hat, nämlich das Copyright Law, das mehr fast mit dem Markenrecht bei uns sozusagen in Verbindung gebracht werden könnte oder vergleichbar ist, während wir einem ganz anderen, nämlich kontinentaleuropäischen Ansatz eigentlich folgen, wo es darum geht, ich habe ein Werk, also eine eigenständige geistige Leistung und das ordne ich einem Urheber, einer Urheberin zu. Und diese klare Rechtsbeziehung wird nur in wenigen Bereichen, das ist die sogenannte freie Werknutzung im Urheberrecht, wird aufgebrochen. Und es ist so, also weil Sie auch gefragt haben, was steht eigentlich im Urheberrecht? Ein großer Teil, also die ersten Paragraphen beschäftigen sich wirklich damit, was ist ein Werk, welche Rechte kann ich daran begründen, die sogenannten Verwertungsrechte und wer ist Urheber, Urheberin, beziehungsweise gibt es mehrere Urheberinnen und Urheber und eigentlich erst dann sozusagen kommen Sonderrechte dazu, also beispielsweise die Rechteverteilung bei kommerziellen Filmwerken, bei Computerprogrammen und für uns ganz wichtig, also im Bereich der Online-Lehre, der digitalen Lehre ist eigentlich ab dem Paragraph 42 Urheberrechtsgesetz, wo dann die freien Werknutzungen definiert sind, die sehr stark, insbesondere, und da war die Urheberrechtsnovelle 2015 ganz positiv, sehr stark in Richtung Lehre und Wissenschaft gegangen sind. Also gerade der Paragraph 42g, der neu dazugekommen ist, durch diese Urheberrechtsnovelle, wo es um Lernplattformen geht, das sind Dinge, die uns hier eigentlich auch extrem helfen, muss man sagen. Ja, was darf denn jetzt also mit diesem neuen Paragraphen, was darf denn der Lehrende jetzt in seinem Unterricht neu? Der wesentliche Unterschied war oder ist eigentlich jener, der durch die Urheberrechtsnovelle gekommen ist, dass es vorher in der Urheberrechtsnovelle eigentlich keine Abbildung von Lernplattformen gegeben hat. Man muss sich vorstellen, E-Learning kommt ebenfalls, Distant Learning, ebenfalls aus dem angloamerikanischen Rechtskreis, wo es ja ganze Universitäten gibt, die Khan Academy beispielsweise, die wirklich nur mehr auf diesem Prinzip fährt, und letztlich Präsenzlehre bis auf ein Minimum bzw. bis auf null heruntergefahren hat. Und das Ganze entwickelt sich in Europa auch, entwickelt sich in Österreich auch, wobei ich jetzt trotzdem zynischerweise zu behaupten wage, dass der Anfang des E-Learnings wahrscheinlich dort war, wo der Platz im Hörsaal aufgehört hat. Also die Platzprobleme der Universität, einfach nicht mehr genug Studenten bedienen zu können, gerade Vorlesungen, hat eben dann auf die Idee gebracht, ja, wir zeichnen das auf, stellen das irgendwo auf eine Plattform, dort kann man es sich zeit- und ortsunabhängig sozusagen ansehen. Und aus dem hat sich dann meines Erachtens heraus
auch über Verwaltungssysteme, am Anfang reine Verwaltungssysteme wie Moodle, sehr starke, wirklich interaktive Lernplattformen, die heutzutage schon oft eine sehr große Komplexität aufweisen, haben sich da entwickelt. Und das Problem ist, dass hier oft dieser technische Gedanke, der Wissensvermittlungsgedanke in den Vordergrund gestanden ist, aber eigentlich sich keiner Gedanken darüber gemacht hat, dürfen wir das eigentlich? Also es wurden alte, mitunter ältere PowerPoint-Präsentationen verwendet, wo Bilder aus dem Web drinnen sind. Es wurden von Kolleginnen und Kollegen, auch nicht in böser Absicht, muss man dazu sagen, was weitergegeben, Daten weitergegeben, beziehungsweise Unterlagen weitergegeben. Und man muss auch eins dazu sagen, also wenn wir von heute von einem Urheberrechtsbruch, von einer Urheberrechtsverletzung reden oder der Mythos der Raubkopie, wie ich ganz gern sage, weil Raubkopie rein rechtlicher vollkommener Blödsinn ist, muss man sagen, die meisten machen das nicht aus böser Absicht, sondern es ist einfach eine Unwissenheit. Aber um sozusagen den Bogen zu Ihrer Frage zurückzufinden, die wesentliche Sache war die, dass früher primär so diese wichtigste Möglichkeit der freien Werknutzung es war, ich kann Schulkopien machen. Also das, was unter Anführungszeichen Schulkopien sind, also Lernmaterialien im Klassenverband austeilen. Es gibt es auch jetzt noch, auch in § 42. Aber das waren nur analoge Datenträger möglich. Also Papier und verwandte Datenträger, also Oberheadfolie und Karton. Was aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, da gibt es jetzt die Möglichkeit, das auch digitalisiert zu machen, also digitalisiert, PDF beispielsweise, und eben durch diesen § 42g, das auch in einem abgegrenzten, aber trotzdem digitalen Lernraum, also eine klassische Lernplattform einzustellen. Das einzige Problem, was wir zurzeit noch etwas haben, ist, dass uns der Gesetzgeber auch in seinen Überlegungen dazu etwas schuldig geblieben ist, was jetzt eine Lernplattform ist, also wie genau zum Beispiel Zugangsschranken sein müssen. Also ob das jetzt ein MOOC sein kann, wo ich mich quasi nur formal registrieren muss, oder ob ich auf einer Universität eingeschrieben werden muss. Auch ganz wichtig ist, dass zum Beispiel die Schulkopie gewissermaßen von Universitäten und Schulen auch auf andere Bildungseinrichtungen ausgedehnt wurde, was gerade für die FHs sehr wichtig ist, beziehungsweise einfach diesem Grundsatz des Lifelong Learnings dienen soll. Also das sind so die ganz komprimierten, wichtigen Dinge. An Universitäten oder anderen Hochschulen sind ja Lehrveranstaltungen an sich öffentliche Veranstaltungen. Gibt es da vielleicht schon Probleme direkt im Hörsaal, wenn man neue Medien, also digitale Medien verwendet? An sich nicht, wenn ich bin auch sehr stark in der freien Werknutzung drinnen, wenn ich im Rahmen des Unterrichts bei einem Vortrag zur Anschauung sozusagen Materialien verwende. Das ist nämlich auch das, muss man sagen, manchmal ironische, dass es eigentlich kein Problem ist, wenn ich zum Beispiel ein Bild verwende, im Rahmen meiner PowerPoint-Präsentation beispielsweise im Hörsaal, aber wenn ich dann diesen PowerPoint-Foliensatz zum Beispiel ein PDF draus mache oder PowerPoint bleibe und das dann zur Verfügung stelle, dann habe ich urheberrechtlich das Problem. Also dann bin ich nicht mehr von dieser sehr engen und sehr fallbezogenen freien Werknutzung auch umfasst. Und da fängt sozusagen das Problem an. Darum gibt es auch immer wieder Vorträge, die sozusagen zwei Versionen haben einer PowerPoint-Präsentation. Eine mit Bilder oder eine ohne Bilder. Allerdings muss man auch sagen, Sie können das Problem mit Bildverwendung dahingehend ausschalten, dass Sie einfach Zitate anwenden. Also Sie können auch Lichtbilder zitieren, Sie müssen nur die Quelle angeben. Es gibt ja einen Bereich, der ja hier trotz aller Freiheiten, die jetzt dazugekommen sind, immer noch sehr eingegrenzt sind. Das ist der Bereich der offiziellen Schulbücher oder Lehrbücher. Wie verhält es sich da im Urheberrecht? Das Problem ist, wir haben im Gesetz etwas, was ich so für mich persönlich die Schulbuchausnahme getauft habe, weil so ziemlich jede Freiwerknutzung, die wir haben, die auch in die Lehre geht, wird da immer gesagt, naja, das gilt aber nicht für Werke, die für Schule und Lehre ausgelegt sind. Also quasi wirklich Werke, die, wo man klassisch sagt, okay, die werden in Schulenunterricht verwendet. Die Begründung des Gesetzgebers ist das, dass man sagt, okay, dieser Schulbuchmarkt, wenn man sich diesen klassischen Markt anschaut, ist so klein, dass wenn da man die freie Werknutzung hineinlassen würde, dann würde dieser Markt einfach wirtschaftlich keinen Sinn mehr machen, würde zusammenbrechen und das wäre dann auch wieder negativ. Und das Problem ist das, dass das Ganze bei Schulbüchern, die als Schulbücher gekennzeichnet sind, was ich Englisch für zweite Klasse Oberstufe, das ist klar, da gibt es einen Schulbuchverlag, da steht Schulbuch drauf, das ist didaktische Grundsätze aufgebaut. Viel mehr Probleme haben wir da,
bei Lehrbüchern, die irgendwann einmal ihr Leben sozusagen als Fachbuch oder Sachbuch begonnen haben, weil es ein Professor, ein Lehrender, ein Lektor geschrieben hat, und dann aber irgendwann sozusagen State of the Art Lehrbuch werden, weil der Professor dann auch prüft, und irgendwann muss man dann sagen, na okay, das Ganze ist sozusagen vom bloßen Fachbuch zum Lehrbuch mutiert und eigentlich fällt es dann heraus. Aber es ist leider, muss man sagen, eine unglaublich starke Einzelfallbetrachtung. Mhm. Was ich nur raten kann, ist das, vor allem im Bereich von Unterricht, also insbesondere Schulunterricht, wirklich zu sehen, okay, ist das ein Schulbuch oder nicht? Und gerade das Hauptproblem ist eigentlich das, dass Schulbücher oft einladen, so Workbooks beispielsweise, dass man Beispiele herauskopiert und die dann zur Verfügung stellt. Das ist ein Problem, weil das kann ich natürlich nicht machen im Rahmen der freien Werknutzung. Da muss ich entweder sehen, dass ich vom Verlag die Erlaubnis habe, dass ich sowas benutzen darf, wird teilweise sogar schon erteilt, oder ich muss sozusagen in Kauf nehmen, dass halt jeder Schüler oder jeder Lernende ein solches Buch hat und das dann, wenn man es öfter machen will, sage ich mal, mit dem Radiergummi drüber fahren muss. Ja, Sie befassen sich auch zunehmend mit Datenschutz. Österreich steht ja Ende Mai 2018 die EU-Datenschutz-Grundverordnung ins Haus. Was ist denn Datenschutz in unserem Zusammenhang der Bildung, der Lehre eigentlich? Was sind da die gröbsten Fehler, die Lehrende begehen können? Das ist eine sehr weitreichende Frage. Man muss dazu sagen, dass er zumindest auf meinem Kalender der 25.05.2018 ganz rot ist, weil dort wird die Datenschutz-Grundverordnung in Kraft treten, also eine gesamteuropäische Lösung gewissermaßen, um Datenschutz zu gewährleisten. Es wird dann unser derzeit geltendes Datenschutzgesetz 2000 wird abgelöst werden, primär durch die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung. Es ist aber mittlerweile, es wird parallel dazu in Kraft treten, das neue Datenschutzgesetz 2018, das sozusagen jene Bereiche regeln wird, die bei uns im DSG 2000 drinnen sind, aber in der DSGVO nicht. Man muss dazu sagen, dass die DSGVO die Maßstäbe vergleichsweise streng ansetzt. Man hört in den Medien immer sehr stark was über Strafen, 4% des globalen Jahresumsatzes bis zu 20 Millionen Euro, also ein Parallelstrafsystem. Das kann, muss man ganz ehrlich sagen, kann auch den Lehrbereich treffen, kann auch eine Universität treffen. Allerdings ist die Gefahr, eine Strafe zu bekommen, meines Erachtens nicht so groß. Es geht nur darum, sozusagen, dass man, was im schulischen Bereich meines Erachtens besonders gut passt, seine Hausaufgaben macht. Man muss sich nämlich einfach bewusst sein, dass die Datenschutzgrundverordnung eigentlich das macht, was seit 37 Jahren jetzt, wo sich das Datenschutzrecht so richtig entwickelt hat, State of the Art sein sollte. Nämlich, dass personenbezogene Daten, und zwar ganz neu jetzt auch nur die personenbezogenen Daten von natürlichen Personen, also von Menschen, nicht von GmbHs, AGs oder so, dass die wirklich geschützt werden. Und zwar so, dass ich sage, gut, ich habe einen klaren Zweck, wie möchte ich, also zu welchem Zweck möchte ich die Daten verarbeiten, und ich habe eine Grundlage. Das kann sein, weil ich mir ein Gesetz das vorgibt, beispielsweise wenn ich Beihilfen in Anspruch nehme, dann muss ich gewisse Informationen weitergeben, damit mir die Beihilfe ausgezahlt werden kann. Ist auf Basis des Gesetzes. Oder zum Beispiel auf Basis eines Vertrages. Wenn ich mit der Universität einen Ausbildungsvertrag habe, dann müssen die in der Lage sein, meine Daten zu verarbeiten, damit sie mir eine Matrikelnummer zuordnen können, damit sie mich in Lehrveranstaltungen einstellen können. Oder, und da sind wir gerade bei diesen ganzen Marketing-Dingen, also bei den CRM-Themen, also Customer Relation Management Systeme, brauche ich eine Zustimmung. Und das Problem ist, dass heutzutage unglaublich viele Daten gesammelt werden, die weit über das Notwendige hinausgehen, aber da niemals eine Zustimmung eingeholt wird und vor allem keine, die informiert wäre. Also informiert und freiwillig auch. Also wo ich nicht sage, okay, du willst bei uns studieren, also gibst du uns bitte diese und jene Daten, also Name, Geburtsdatum, Sternzeichen, Gewichtsklasse und so weiter und so fort. Irgendwas, was wir uns halt ausdenken. Da braucht man nur die Hälfte davon. Und da ist gar keine Freiwilligkeit dahinter, sondern der weiß, wann er da studieren muss, muss er die Daten hergeben. Also sozusagen Daten als Währung gegen die Leistung. Das widerspricht aber diesem sogenannten Koppelungsverbot, weil sozusagen eine Zustimmung zu nicht notwendigen Datenverarbeitungen wirklich auch freiwillig erfolgen muss. Gut, also das ändert sich jetzt dann im Frühjahr 2018. Was kann jetzt der Lehrende hier falsch machen? Also wann würde hier gegen das neue Datenschutzrecht ein Fehler passieren? Der Lehrende selbst kann eigentlich relativ wenig falsch machen, weil die Datenverarbeitungen eigentlich bei der Universität, also bei der Zentraleinrichtung dahinter liegen.
eine Universität, die Daten verarbeitet, eine Bildungseinrichtung, um es genereller zu sagen, braucht meines Erachtens, weil sie sehr viel mit Daten eben hantiert, ein sogenanntes Verfahrensverzeichnis, wo es darum geht, darzulegen, welche einzelnen Datenverarbeitungen habe ich. Ja, das kann sein, dass die zentrale Software, das kann aber auch sein, einzelne Dokumente, die durchsuchbar sind, also die ein Dateisystem, eine Struktur aufweisen, aus welchem Grund verarbeite ich diese Daten, die dort genannt sind? Sind da sogenannte kategorisierte Daten drin, also heutzutage besonders sensible Daten wie Gesundheit, Religion, sexuelle Ausrichtung oder so? Und welchen Zweck habe ich eben? Also warum verarbeite ich sie? Welche Grundlage habe ich sie? Also zum Beispiel Gesetz. Und vor allem, wie lange darf ich diese Daten aufbehalten? Das heißt, würde jetzt zum Beispiel ein Schüler aus der Schule fertig werden, mit der Schule fertig werden, nach der Matura, müssten eigentlich die Schulen dann ab einem gewissen Zeitraum diese Daten auch aus ihren Systemen herausnehmen. Ganz genau. Und zwar sagt da die Datenschutzgesetz, also auch jetzt schon, und dann die Datenschutzgrundverordnung insbesondere, wenn der Zweck erreicht ist, dann sind die Daten zu löschen, außer es spricht ein Gesetz dagegen. Also diese Löschpflicht in der Datenschutzgrundverordnung ist sozusagen in der Hackordnung ganz unten, wo man sagen können, ja, wir haben eine Möglichkeit, das länger aufzubehalten, beispielsweise auf dem Schulunterrichtsgesetz oder etwas Ähnliches, dann dürfen wir die Daten natürlich länger aufbehalten, ist kein Problem. Ein drittes Thema haben wir noch, das Persönlichkeitsrecht. Es ist ja so, dass tagtäglich Bilder oder andere Medien ganz einfach in sozialen Netzwerken geteilt werden. Ungeachtet auch oft der Personen, die dort abgebildet sind. Was umfasst das Persönlichkeitsrecht und worauf müssen da Lehrende besonders achten? Das Persönlichkeitsrecht begegnet uns meistens in Form von Bildern, wobei das Persönlichkeitsrecht geht viel weiter, aber diesem Grundsatz folgend, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, haben wir auch hier. Das Recht des eigenen Bildes ist zu einem Großteil eigentlich im Urheberrecht geregelt, § 73, wo es darum geht, dass man sozusagen das untersagen kann, wenn dadurch man negative Auswirkungen zu erleiden hätte. Also wenn das sozusagen für einen ungut ist, kann man natürlich immer diskutieren, ob das so ist oder nicht. Das Problem ist nur, dass gerade wie es heutzutage in sozialen Medien gehandhabt wird, also wo zum Beispiel auch sehr viele Bilder, also oder sagen wir es generell, Facebook wird hin und wieder als Fotoalbum verwendet, als Familienalbum. Es sind aber minderjährige Kinder, die unter Umständen hier in einem für sie im späteren Leben dann eher negativen Licht dargestellt werden. Oder anders gesagt, wenn ich jetzt ein Teenager bin, möchte ich vielleicht nicht mehr meine Badefotos, wo ich als kleines Kind drauf war, irgendwie sehen, dass das dann meine Freunde teilen und liken und scheren können. Man Likes kriege ich wahrscheinlich dadurch einige, aber es ist nicht sinnvoll. Und da muss man sagen, okay, da könnte dieses Persönlichkeitsrecht verletzt sein. Das heißt, da bräuchten wir eine Zustimmung. Jetzt haben wir aber eine minderjährige Person zu diesem Zeitpunkt, die eine Zustimmung qua Geschäftsfähigkeit, die ihr nämlich fehlt, aus dem allgemeinen Zivilrecht eigentlich nicht geben kann. Und das ist das Problem. Also es werden einfach Leute, werden Bilder geteilt, ohne die zu fragen, beziehungsweise auch stellen wir sie in einem Zweck, den die vielleicht nicht möchten. Das bedeutet, wenn ich Student bin, dann ist es vielleicht für mich in Ordnung, dass die Vorlesung dokumentiert wird, aber es ist vielleicht für mich nicht in Ordnung, wenn ich dann plötzlich auf Plakaten drauf bin, wo die Universität für sich wirbt. Und das ist etwas, wo ich immer sage, also wenn möglich, das Ganze wirklich gerade bei Bildern Zustimmungserklärungen einholen, wo ich sage, okay, also ist das in Ordnung, wenn da gefilmt wird, wenn da aufgezeichnet wird, wenn da fotografiert wird. Es gibt nämlich auch etwas, diese Mythen, naja, wenn es drei Personen sind, sind es eine Gruppe, dann brauche ich nicht mehr fragen. Das Problem ist, es stimmt einfach nicht, sondern es stimmt schon, wenn man eine Menschenmenge hat und da ist kein Mensch individuell drauf erkennbar, brauche ich nicht fragen. Aber mit der heutigen Technologie können Sie auch bei 1000 Menschen so gut hineinzoomen, dass sie etwas erkennen können, und dann sind sie jetzt recht wieder beim Persönlichkeitsrecht. Bis zu welchem Alter sind dann, also der Kinder, sind dann eigentlich die Eltern noch zuständig dafür, dass sie jetzt eine... Streng genommen erreichen wir die volle Geschäftsfähigkeit eigentlich erst mit 18 Jahren, wobei jetzt bei Teenagern... Ganz genau. Also Kindergarten, Volksschule würde ich auf jeden Fall machen und im Mittelschulbereich dann mindestens bis zur 4. Klasse. War nicht sogar bis zur 5. Also so ein Klassenfoto oder in irgendeinem anderen Zusammenhang Fotos online gestellt werden, dann müssten eigentlich immer die Eltern auch die Zustimmung geben. Ganz genau. Also Fotos, Klassenfotos sind sicher in Ordnung, aber jetzt ins Web stellen... Skikursen, anderen Gelegenheiten vielleicht. Würde ich nicht, ja.
vor allem nicht in soziale Netzwerke. Also es gibt ja auch heutzutage viele Bildungseinrichtungen, die soziale Netzwerke einen Account haben. Und da haben wir das nächste Problem, dass bei den sozialen Netzwerken die Nutzungsbedingungen sehr weitgreifend sind. Also die sichern sich massive Verwertungsrechte. Zum Beispiel Facebook, weiß man, die sichern sich die nicht exklusive Lizenz, aber trotzdem die globale Möglichkeit, mit Bildern, mit Inhalt, mit Content Geld zu verdienen. Macht Twitter auch. Und das ist halt etwas, wo ich mir das überlege, was vielleicht für mich jetzt einfach mir nicht positiv ist, weil ich sage, okay, wenn ich da jetzt der nächste Werbeträger bin, ja, und ich sehe da keinen Cent, ja. Wie ist das überhaupt mit dem Geldinnenrecht? Welches Recht tritt überhaupt in Kraft, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Cloud-Dienst oder ein soziales Netzwerk haben? Wenn es nicht wenn die Server dieses Dienstes nicht in Österreich sind? Da antworte ich jetzt mit einem sicheren juristischen, es kommt drauf an. Mhm. Und zwar dahingehend, erstens, welche Rechtsmaterie das ist, und zweitens, worum es sich genau handelt. Es gibt bei uns in Österreich gibt es Rechte, die einem ganz starken Territorialitätsprinzip folgen. Das ist zum Beispiel das Datenschutzgesetz, gerade die DSGVO sagt, also alles, was quasi in Europa irgendwie passiert, online oder offline, ausländische Firmen, also aus Drittstaaten, die hier Geschäftstätigkeit, Datenverarbeitungshandlungen setzen, sondern die unterfallen der DSGVO. Genauso würden wir sagen, alles, was in Österreich illegal ist, unterfällt in Österreich dem Strafrecht. Wenn das Strafrecht woanders anders ist, dann unterfällt es dem dortigen Strafrecht. Also da haben wir noch vergleichsweise wenig Probleme, dann können wir so wirklich sagen, okay, alles, was sozusagen hier ist, unterfällt diesem Recht. Gerade beim Urheberrecht wird es schwieriger, weil das Urheberrecht eben kein so ein starkes Territorialrecht ist, sondern auch auf andere Rechte Bezug nehmen kann, wo man sich unter Umständen im Einzelfall überlegen muss, welches Recht ist anwendbar. Und das ist das Problem auch der Digitalisierung, zumindest für uns als Jurist, oder macht spannend, wo man wirklich sagen muss, okay, auf der einen Seite haben wir zwar die Möglichkeit, global zu agieren, aber wir müssen uns trotzdem immer überlegen, in welcher Rechtsordnung wir sind. Wir sind sehr schnell in einer anderen Rechtsordnung. Und wenn wir Dienste nutzen, sollte man sich immer immer die Nutzungsbedingungen ansehen und dort damit zu sagen, okay, welchem Recht unterliege ich eigentlich? Eine abschließende Bemerkung oder Frage noch vielleicht, zurückkommend auch zum Urheberrechtsgesetz. Welche Möglichkeiten hat jetzt eigentlich der Lehrende hier ganz sauber zu arbeiten? Gibt es da irgendwelche Alternativen? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer 1 ist einmal Content selbst erstellen. Möglichkeit Nummer 2 ist, wenn ich Content selbst erstelle, dort einfach sauber zitieren. Da habe ich einen sehr breiten Anwendungsspielraum der freien Werknutzung. Möglichkeit Nummer 3 ist einfach ganz klar um Erlaubnis fragen und kommunizieren. Also auch Kollegen fragen, darf ich das nehmen, vielleicht auch unter Namensnennung. Die letzte Möglichkeit wäre, in Richtung Open Educational Resources zu gehen, also mit sogenannten standardisierten freien Lizenzen, zum Beispiel Creative Commons oder im Softwarebereich die General Public License, also GNU GPL, da zu operieren, wo ich einfach, wenn ich mir einmal sozusagen diesen Standard angeeignet habe, dieses Wissen angeeignet habe, eigentlich sehr sauber damit arbeiten kann. Und vor allem das Gute ist das, dass dieser Pool an Open Educational Resources eigentlich auch immer größer wird. Also es ist auf jeden Fall ein Projekt, gesamt gesehen, das man unterstützen sollte. Ja, herzlichen Dank, Minister Lanzinger, für Ihre Expertise und über OER, Open Educational Resources und freie Lizenzierungen gibt es eine weitere Einheit.